Heute wollen wir zusammen auf eine kleine Fantasiereise gehen. Nimm eine bequeme Sitzposition ein, gerne im Schneidersitz, im Fersensitz oder aber auch, wenn es für dich heute am angenehmsten ist, in der Haltung des Kindes. Wenn du in der Haltung des Kindes bist, nimm die Arme nach hinten. Leg deinen Stirn locker auf der Matte auf. Möchtest du lieber im Sitzen die Meditation durchführen? Richte deine Wirbelsäule auf. Roll mit den Schultern einmal nach hinten und lass deine Hände fallen, so wie sie möchten. Entweder mit den Handflächen nach oben oder nach unten. Stell dir vor, an deinem Hinterkopf befindet sich ein unsichtbarer Faden, der dich in die Länge zieht. Und wenn es noch nicht geschehen ist, schließe nun deine Augen. Stell dir vor, du stehst oberhalb einer Schnellküste an einer wunderschönen Meeresbucht. Du kannst die ganze Bucht von hier aus überblicken. Das blaue Meer, der weiße Strand, ein Teil der Schnellküste, große Steinblöcke am Strand mit dem Wasser und in der Mitte der Meeresbucht eine Insel mit hohen Bäumen. Es ist ein herrlicher Sommertag und die Luft ist wunderbar warm. Der Weg, auf dem du stehst, führt durch grüne Pinienwälder. Du kannst den Weg entlang kehren. Die hohen Bäume säumen den Weg, der aus weißen, glatten Steinen besteht. Zwischen den Bäumen wachsen verschiedene Gräser, Sträucher und Kräuter. Du kannst den frischen Geruch verschiedener Kräuter riechen. Der Weg führt auf eine Lichtung. Auf dieser Lichtung steht eine kleine Kapelle. Die Mauern sind hellblau gestrichen. Das Dach ist strahlend weiß. Sie hebt sich wunderschön vom blauen Himmel ab. Du kannst näher an die Kapelle herantreten. Wenn du magst, kannst du auch in die Kapelle hineingehen. Der kleine Raum ist fast leer. Die Wände sind weiß gestrichen. An der Kopfseite der Kapelle hängt ein wunderschönes, großes Mandala. Du kannst näher herantreten und es dir anschauen. Die Mitte des Mandalas bildet eine wunderschöne Lotusblüte mit ihren Blättern. Von der Lotusblüte ausgehend verzweigen sich unterschiedliche Linien, Kreise und verschwungene Pfade nach außen. Schau mal nach, in welchen Farben das Mandala leuchtet. Vielleicht sind es ein oder zwei Farben. Vielleicht ist es ein buntes Durcheinander. Schau einfach hin. Lass dein Mandala auf dich wirken.
ganz langsam in das Mindset zurückzukehren. Schau dir dein Mandala noch einmal an. Dann kannst du die Kapelle durch die Tür verlassen und du stehst wieder im warmen Sonnenlicht. Wir sind nun am Ende unserer Reise und du kannst in den Raum zurückkehren. Auf deine Matte, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Boden unter dir wahr. Spüre deine Füße und deine Beine auf dem Boden. Spüre deinen ganzen Körper. Du fühlst dich nun wieder ganz aus. Spürst deinen Atem. Er fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Dein Atem schenkt dir neue Energie. Nimm deine Hände und deine Füße wahr. Bewege ganz langsam deine Finger und deine Zehen. Deine Handgelenke. Wir atmen ganz tief ein und aus. Nimm ganz tiefe Atemzüge. Versuche dabei, deine Ausatmung länger zu gestalten wie die Einatmung. Wiederhole dies 2 bis 3 Mal ganz in deinem eigenen Rhythmus. Und wenn du soweit bist, bring in der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung bring deine Hände vors Herz. Senk den Blick. Berühre mit den Daumen dein Brustbein. Bedanke dich nun bei dir selber, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Zeit für dich, deine Seele, deinen Körper. Deinen Geist zur Ruhe zu bringen mit dieser kleinen Meditation. Sei dankbar zu dir und deinem Körper.